Herzlich willkommen zu einem kurzen Video zum Nokia Lumia 800. Wir möchten euch kurz Nokia Drive vorstellen. Wir sehen hier das Programm. Wir können hier dann über Zoom hinein und hier rauszoomen. Dann haben wir links unten den Kompass und rechts die Einstellungen. Hier ganz simpel kann man zwischen 2D- und 3D-Ansicht wechseln. So sieht die 2D-Ansicht aus. Wechseln wir wieder zurück in die 3D-Ansicht. Hier haben wir eigentlich die Vogelperspektive. Wir können dann direkt zur Position springen, an der wir uns befinden. Wir können auch ein Ziel eingeben. Geben wir zum Beispiel mal Berlin ein. Dann hier die Stadt wählen und sehen hier das Ziel. Sagen Route berechnen bitte. Das ist jetzt mal die Übersicht. Die Route wird jetzt berechnet. Das geht relativ schnell, für das es ist. Doch eine weite Distanz ist und los geht's. So können wir jetzt losfahren. Soweit zur Navi. Dann das Gerät selber kurz schnell. Wir sehen auf der Seite die Lautstärke-Buttons, Kamera-Buttons, hinten die Kamera mit LED-Blitz. Soweit zum Gerät. Wir werden euch so bald als möglich weitere Videos zu den Nokia-Geräten zur Verfügung stellen und wünschen euch weiterhin viel Vergnügen auf pocketbits.ch.